also erstens, sie narrativieren immer rum, es ist möglich und es muss möglich sein und es gibt gar keine eine Möglichkeit. Frauen brauchen die Vereinbarkeit und unsere Gesellschaft braucht immer diese Vereinbarkeit und es ist immer möglich. Und ich sage, nein, es gibt Momente, wo es nicht möglich ist. Und das ist nicht nur in Spitzenämtern so, auch im ganz normalen Beruf stoßen alle an ihre Grenzen. Und wir stoßen viel, viel schneller an unsere Grenzen, das ist mein zweites, wir stoßen viel schneller an die Grenzen, wenn uns immer vorgegaukelt wird, es ist möglich und zwar alles und jederzeit, wenn du dich nur bemühst und wenn wir nur ganz viel Kita-Plätze und Quoten schaffen. Das ist Schwachsinn. Wir stoßen an unsere Grenzen, weil wir uns immer entscheiden müssen. Also wir sind erfolgreich im Beruf. Also vernachlässigen wir ganz logischerweise die Familie. Das machen auch Männer. Auch Väter vernachlässigen ihre Familie, wenn sie Karriere machen. Normal. Das ist dann so. Das ist aber seine Entscheidung. Und das ist genauso, wenn die Frau das tut. Es ist aber am Ende, und das ist dann mein dritter Punkt, dramatischer noch, wenn es die Frau tut.